Herzlich willkommen zum Marktausblick hier bei Handelstag 24. Der November, einer der schlechtesten Monate der letzten Jahre. Ich hoffe nicht bei Ihnen persönlich, aber zumindest mal beim Goldkurs auf Monatsbasis minus 8%. Was ist da passiert? Schauen wir direkt mal rein in den Wochenchart. Und wir sehen es hier nochmal, die US-Präsidentschaftswahl, die hatte einiges mit zu tun. Wir sehen den leichten Peak hier nach oben bei der US-Präsidentschaftswahl in der Handelswoche bei 1337 US-Dollar. Seitdem der Goldkurs stetig im Rückwärtsgang. Woran liegt's? Naja, im Vorfeld, da hat mir sich so manch einer hier im sicheren Hafen Gold auf der Long-Seite positioniert, denn für den Fall, dass Donald Trump gewinnt, da könnte Gold ja nach oben durch die Decke schießen, denn die sogenannten Analysten und Experten, ich hoffe, Sie merken die Ironie in meiner Stimme, die hatten so manches Untergangsszenario an die Wand gemalt. Die Welt sollte untergehen, die Börsen sollten crashen. Was ist passiert? Donald Trump Präsident und der Dow Jones, der feiert ein Allzeithoch nach dem anderen. Dementsprechend wird Gold als sicherer Hafen dann nicht mehr benötigt. Die entsprechende Long-Position wieder zurückgezogen. Das setzt den Goldpreis unter Druck. Dazu kommt, dass der Dollar immer stärker wird. Zinsanhebung in den USA, dementsprechend im Dezember wahrscheinlich auch das nicht besonders zuträglich für den Goldpreis, was dazu geführt hat, dass wir sogar auf Wochenschlusskursbasis unter die Unterstützung 1190 US-Dollar gefallen sind. Letzte Woche wieder trotz des leichten Plus von Freitag 0,3% ein Minus von 0,6% auf Wochenbasis und auch da sind wir per Schlusskurs bei 1177 US-Dollar gelandet. Sollten wir weiter hier nach unten abrutschen unter das Wochentief von 1160 US-Dollar, dann wäre so ein weiteres Unterstützungsziel mögliches auf der Unterseite bei 1088 Dollar. Es kann allerdings auch sein, dass wir jetzt erstmal eine Gegenbewegung bekommen. Und das aus zweierlei Gründen. Zum einen haben wir das Ausdehnungsziel der letzten Korrektur aus der Woche der Präsidentschaftswahl hier nach unten. Das lag so bei 1182, 1185 US-Dollar, bekanntermaßen mit dem Tief 1160 abgearbeitet. Und zum Zweiten, und das ist vielleicht ein bisschen interessanter, die Katze, die wir hier sehen auf Wochenbasis mit Lunte und dort Ober-Unterseite und den etwas kleineren Katzenkörper. Und das ist in der Charttechnik immer so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass Uneinigkeit bei den Anlegern herrscht, ob wir jetzt weiter nach unten laufen oder dann doch mal eine Gegenbewegung nach oben starten. Also Bullen und Bären sind da in einem fürchterlichen Streit geraten. Und das schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer im Stundenchart an. Und hier habe ich ihn mal eingezeichnet, und zwar Eröffnungs- und Schlusskurs der letzten Handelswoche hier mit der blau gestrichelten Linie. Und da sehen wir, dass auf der Oberseite nach der Eröffnung die Bullen versucht haben, den Markt schon mal nach oben zu kaufen. Die Bären haben dann die Überhand gewonnen. Der Kurs bekanntermaßen hier nach unten durchgerutscht. Unterseite, als die 1160 US-Dollar erreicht worden sind, haben die Bullen dann so wieder ein bisschen mehr das Zepter übernommen. Also wir sind wieder so ein bisschen weiter nach oben gelaufen. Sollten wir aber dennoch hier unter die 1160 US-Dollar fallen. Erstes charttechnisches Ziel mal 1150 US-Dollar. Allerdings hier sehen wir, dass sich da in diesem Bereich 1177, 1178 US-Dollar so ein Widerstand ausgebildet hat auf der Oberseite. Wir so leichte Aufwärtstendenzen haben, schieben wir nach oben durch, dann wäre so ein Ziel die Marke 1184 US-Dollar. Also im Bereich der Wocheneröffnung, der Vorhandelswoche, und das aus vielerlei Gründen. Zum einen wäre das das Ausdehnungsziel der letzten Korrektur. Zum zweiten die 200-Stunden-Linie, die kommt hier bei 1186 US-Dollar angerauscht. Und zum dritten sehen wir hier eingekreist in den gelben mit den gelben Markierungen, mit den gelben Kreisen, dass die Bären in diesem Bereich die Überhand gewonnen haben, also von dort Abverkäufe stattgefunden haben, Druck in den Markt reingekommen sind. Und wenn wir diese Marke nach oben überschreiten, durchaus die Chance, dass diese Short-Positionen wieder eingedeckt werden müssen. Oberhalb von 1189 US-Dollar dann weiteres mögliches Ziel, mal 1197 US-Dollar das Wochenhoch, und laufen wir hier per Stundenschlusskursbasis nach oben durch. Dann unter Umständen das Ausdehnungsziel bzw. das Widerstandsziel auf der Oberseite, das charttechnische bei 1212 US-Dollar, durchaus attraktiv. Am Wochenende, bzw. am Sonntag, da gibt es allerdings noch zwei Ereignisse, die jedwedes Szenario hier wieder durcheinander spülen könnten. Zum einen haben wir die Wahl des Bundespräsidenten in Österreich und natürlich das Referendum in Italien. Matteo Renzi hatte ja seine politische Zukunft an das Ergebnis geknüpft. Nein, ich werde mich jetzt nicht bei den Analysten und Experten einreihen und irgendwelche Teufel an die Wand malen. Das überlasse ich dann lieber den wirklichen Experten. Ich wünsche Ihnen erstmal ein grusames Wochenende, positiven Start in die neue Handelswoche. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.